So, hallo, liebe Aufrufer. Ich freue mich, hier außer der Reihe melden zu können. Gerade hat der Deutschlandfunk hier aus Köln um 12 Uhr die Nachricht gebracht, dass das Oberlandesgericht Nürnberg die Wiederaufnahme des Verfahrens für Gustl Molat und seine sofortige Freilassung verfügt hat. Und das ist hier zu melden. Ich habe hier diese Deutschlandfunk-Magazinsendung Information am Mittag, während ich hier andere Arbeiten zu tun habe, aber dieses ist mir jetzt sozusagen Breaking News als Lichtgeschwindigkeit in Echtzeit wert, quasi als Dokumentation, denn es schaut ja niemand in Echtzeit an. Trotzdem habe ich also Lichtgeschwindigkeit heute, das Datum ist der 6. August, es ist jetzt 12.25 Uhr, also mittags, es ist die Lichtgeschwindigkeit mit der laufenden Nummer 3644 und hier heißt es also Süddeutsche Zeitung, das muss ich natürlich nur dringend zeigen, das ist ja hier gar nicht, die Süddeutsche Zeitung hat das gemeldet und die Agenturen haben es aufgenommen, Fall Molat, Gustl Molat kommt frei. Dazu ist aber hier jetzt auch mit Blitzeseile und heißer Nadel der Text: Das Oberlandesgericht Nürnberg ordnet im Fall Gustl Molat die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Molat sei unverzüglich aus der Psychiatrie zu entlassen. Also Sie meinen die Klinik für forensische Psychiatrie. Nach 7 Jahren kommt Gustl Molat frei. Das Oberlandesgericht Nürnberg hat am Dienstag die Wiederaufnahme seines Strafverfahrens beschlossen. Der 56-Jährige sei sofort frei. Gut. Ich werde das studieren und komme mit meiner lockeren Fortsetzung der Folgen aus dem wunderschönen Dokumentarwerk Drömer Knauer Verlag, Olaf Schibilla und Uwe Ritzer in der Fortsetzung bis zum süßen Ende. Entscheidend ist jetzt dreierlei. Die Landesregierung von Bayern ist im Rahmen des Landtagswahlkampfs für Bayern für den 15. September, Ministerin Horst Seehofer, in der Schuld, den Rechtsstaat und die Staatskrise abzubiegen. Es sieht jetzt so aus, als wenn ein justiziabler, rechtsstaatlicher Weg gefunden wird. Aber es sind drei Sachen. Einerseits, die Mündigkeit muss wiederhergestellt werden. Das heißt, es müssen wohl entsprechende Gutachten angestellt werden, die diejenigen Gutachten, die die Unmündigkeit ausweisen, korrigieren können, beziehungsweise präzise hier jetzt den Fall nochmal vielseitig zu begutachten. Die Mündigkeit muss zurückgehen. Die Rehabilitierung muss aus einem rechtsstaatlichen Urteil hervorgehen. Das heißt, die Strafprozessvorwürfe, die staatsanwaltliche Klage muss gegen Molat, soweit das heute noch relevant ist, durchgeführt werden. Dieses Verfahren, was jetzt nach ehemals abgeschlossener absoluter Rechtsgültigkeit jetzt wieder aufgenommen wird aufgrund neuer Sachverhalte, neuer Beweise, neuer Zeugen, neuer Konkludenz auch, nämlich die Zusammenhänge der Begutachtung und der Medizin bilden einen Zusammenhang, den man damals so nicht sehen konnte. Der ist aber damals schon evident gewesen, latent sowieso, jetzt ist er ausdrücklich hervorgekommen. Das muss geklärt werden, das muss einmünden in weitere einzelne Ermittlungen in Bezug auf die zu inkriminierenden beteiligten Verantwortungen, wie den Richter Otto Brixner oder auch den Gutachter Dr. Klaus Leipziger der forensischen Psychiatrieklinik in Bayreuth und auch der Generalstaatsanwalt Hasso Nährlich, um nur wenige zu nennen. Die Frau Molat muss belangt werden. Und zwar hier handelt es sich jetzt nicht einfach um Untreue, sondern hier handelt es sich um ja, zu diversifizierende Vorwürfe im Sinne des Strafrechts. Im Einzelnen kann ich das jetzt von diesem Moment aus nicht beurteilen. So, dann muss der Molat rehabilitiert werden und er braucht eine richtige Entschädigung und Wiedergutmachung, dass ein ökonomischer Schaden ausgeglichen wird, sodass der Gustl Molat den Staat zumindest so weit bekommen kann, wie seine ökonomische Lage es mal gewesen ist, bevor dieses Verfahren zu einer Affäre geworden ist. Also noch einmal hier, Gustl Molat kommt angeblich frei, ist jetzt um 11.57 Uhr von der Süddeutschen Zeitung gemeldet worden. Gustl Molat kommt frei, hier ist Süddeutsche Zeitung. So, schönen Dank für den Aufruf.